Wir wollten unbedingt ein Hochbeet haben, waren uns aber echt nicht sicher, ob dieses alte Teil noch zu retten ist. Erstmal habe ich die alten Kästen rausgehoben, dann alle Beine auf eine gleiche Länge gekürzt. Beim Schleifen habe ich dann gesehen, dass sich unter der kaputten Holzschicht richtig stabiles Eichenholz versteckt. Danach habe ich mal alle Verbindungen geprüft und lockere Verbindungen schnell mit Holzschrauben fixiert. Danach ging es an den Feinschliff, erst mit einem Bandschleifer und dann mit einem Exzenterschleifer. Mit der Nitroverdünnung von Adler habe ich dann erst das Holzöl gesäubert und danach mit dem Holzöl Pullex von Adler behandelt. Danach ging es dann in den Blumenladen, um das richtige Gemüse für unser Hochbeet zu finden, und kaum waren wir zurück, haben wir schon angefangen, alles einzupflanzen. Bald können wir dann hoffentlich ganz viele unterschiedliche Gemüsesorten und Kräuter selber anbauen und genießen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie du dieses Upcycling-Projekt findest.